Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Via Tracker. Mein Name ist Marc Rimpel, ich bin 38 Jahre alt und seit 10 Jahren bei der Firma Siegel als Fahrer angestellt. Ich habe 2019 den Kanal Via Tracker gegründet und dort sind bisher zu sehen kleinere LKW-Videos und Touren, die ich begleitet habe, habe ich verfilmt. Es zeigt sich allerdings immer mehr, dass es reine Bilder generieren nicht mehr ausreicht, um euch zu unterhalten. Also verlasse ich meine Komfortzone und rede von hinter der Kamera zu vor der Kamera. Nicht wundern, ich habe hier eine GoPro, die wird dieses Mal mein Mikrofon ersetzen. Das wird sich aber zum nächsten Video auf jeden Fall ändern. Wir werden jetzt etwas machen, das habe ich vor einigen Jahren schon mal gemacht, und zwar mit dem Interviewvideo mit Kevin Leixenring. Ich werde euch LKWs zeigen, deren Fahrer zeigen. Wir werden über ihre LKWs, den Beruf reden und ihre Geschichten. Ich hoffe, euch damit den nötigen Content geben zu können. Und wenn es euch gefällt, bitte liken, abonnieren, denn das würde mir auf jeden Fall helfen. Ihr kennt ja das Spiel mit dem Algorithmus. Und wir fangen jetzt an, und zwar mit Ronny Reismann. Ja, wir haben jetzt hier den Ronny Reismann und ich würde dich einfach mal bitten, deine Laufbahn kurz und bündig zu erläutern. Das mache ich. Hallo, ich bin der Ronny und bin seit 2001 als GAF-Fahrer tätig und habe hauptsächlich international, auch national gefahren und bin seit 2021 bei der Firma Autosiegel. Da tätig in der Autotransportbranche. Okay. Und zufrieden bis jetzt, oder? Ich bin sehr zufrieden. War vor Autosiegel war ich bei der Firma Eurotrans, habe das auch schon gemacht, Autotransport. Und ich möchte ehrlich gesagt nichts anderes mehr machen. Und jetzt hier der Wechsel zur Firma Siegel hat mir gut getan und bin auch vollkommen zufrieden. Okay, super. Jetzt hast du ja ein neues Fahrzeug bekommen. Du bist vorher Scania, ganz anders. Du bist ja den ersten R gefahren, ne? Ja. Also Streamline war das, gell? Streamline. Scania Streamline, genau. Und bist dann auf den neuen DAF. Du hast jetzt bekommen den neuen DAF XG Plus. Und wie bist du zufrieden? Also ist ja noch relativ neu. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer hast du jetzt runter? 22.000 Kilometer habe ich jetzt runter. Ja. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Auto. Gibt hier und da kleine Stellen, wo man sagen kann, da müsste noch was gemacht werden, aber es ist halt auch Anfangsstadium, wie gesagt, ganz neuer LKW. Aber so im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ja, mit Bett vor allen Dingen und sowas. Ja. Also Innenraum gefällt mir richtig gut. Ja. Und fahrtechnisch lässt er sich auch richtig gut fahren, gerade hier oben, wo ich wirklich Panik hatte, also Panik nicht, aber wo ich wirklich Respekt hatte davor, hier oben im Winter. Gut, man muss dazu sagen, es ist für uns immer, wenn wir einen neuen LKW bekommen und fahren hier oben in Skandinavien, die Bedingungen im Winter sind natürlich anders als sonst wo in Europa. Und das ist für uns eigentlich immer, ja, also danach entscheiden wir, ob ein LKW eigentlich gut ist oder schlecht. Wo sind denn die Schwachstellen? Du hast ja gesagt, der hat schon die ein, zwei Sachen, die eher unangenehm sind. Ja, es sind nicht viel, aber jetzt hatte ich zum Beispiel so ein lautes Motorgeräusch gehabt. Das waren die Injektoren und die mussten gespült werden. Da war ich jetzt in der Werkstatt, jetzt geht's wieder. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das sich halt weiterentwickelt da damit. Mhm. Und dann habe ich halt noch so ein kleines Quietschen und Knarren im Fahrerhaus, wenn man halt sich drin bewegt oder fährt auf unebener Straße. Das kommt von der Fahrerhausaufhängung. Das wissen sie auch schon, aber da müssen sie halt sehen, wie sie jetzt inwiefern neue Dämpfer einbauen oder sowas. Ja. Aber das sind halt Sachen, die treten halt auf, das sind halt Anfangsschwierigkeiten, sage ich jetzt mal. Ja. Obwohl das mit den Injektoren schon eigentlich eine
Das also das klingt schon heftig, ne? Wenn ja. man damit fährt, dann man denkt, das Teil fällt auseinander. Das klang wirklich wie Traktor, also das war nicht mehr schön. Also da hat man gedacht, der Motor fliegt einem um die Ohren. Ne? Obwohl das eigentlich nicht passieren darf, wenn ich das richtig gehört habe, ist das eigentlich nicht richtig gespielt, oder? Bei der Auslieferung. Genau. Ja, jetzt wenn man sich überlegt, was man mittlerweile für die LKWs hinlegt, ist es eigentlich schon... Aber das betrifft wohl nur die 480er. Also, so zumindest wie ich jetzt gehört habe, wären das nur bei den Motorisierungen 480 PS. Da würde das wohl auftreten. So, und wir haben ja schon zwei in der Firma jetzt und bei dem zweiten ist es auch schon aufgetreten. Und das meiner Meinung nach darf nicht bei 20.000 Kilometern passieren. Also. Ja. Jetzt kommen wir dazu, Motorgetriebe, wie ist da deine Erfahrung bis jetzt? Motorgetriebe? Also vom Zug her, also dass er jetzt die paar Macken hatte, das wissen wir, aber... Ja, also Motorgetriebe ist soweit gut. Anfangsschwierigkeiten ist halt der Zug, der Anzug halt. Aber gut, da muss halt noch eingefahren werden, sage ich jetzt mal, ein neues Auto. Und ich kenne einen DAF vorher und da ging das auch. Wie gesagt, da war als neuer LKW auch schwach am Anfang, hat sich dann aber alles... Mit der Zeit dann alles, wo da eingefahren war, dann alles gegeben. Und wie ist es jetzt vom Anfahren her? Also man muss ja sagen, Scania hat wirklich einen riesen Vorteil, dass die Gasannahme ist wirklich perfekt umgesetzt worden. Wie ist da jetzt deine Erfahrung hier? Ja, das ist schon also beim DAF schlechter, also definitiv schlechter als beim Scania. Mhm. Der Gasannahme, also man gibt Gas und dann dreht er gleich unmittelbar die Räder durch. Also bei uns ist immer das Problem, hier auf Eis und Schnee das rausschaukeln teilweise, weil man fährt 4,5 Stunden, stellt den LKW ab und die sind meistens noch warm. Selbst wenn man kurz wartet und die etwas kalt fährt, sinken die ein und dann hat man Probleme loszukommen. Und das da ist genau, und da ist es schon wichtig oder gut, wenn das Gaspedalspiel oder die Gasannahme sehr feinfühlig ist. Ne? Ja, wie gefällt er dir vom Optischen eigentlich? Vom Optischen ist ja eine ganz andere Hausnummer. Vor allen Dingen, was die Firma so gemacht hat jetzt, die Lackierungen, die sie noch gemacht haben und so alles durchgeführt haben, das ist sehr schön, muss ich sagen. Der Lampenbügel gefällt mir sehr gut und das, was ich halt selber noch investiert habe. Ja. Also im Gesamten, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Also ich finde auch, bis jetzt sieht er schon echt top aus. Du hast ja die XG Plus Variante, aber du bist ja noch nicht fertig, ne? Nee. Ich weiß jetzt nicht, wir haben zwei Designs erarbeitet für das Modell. Ich weiß nicht, ob wir das mal reinhauen wollen und wo ihr mal sagen könnt, was euch besser gefällt, das eine oder das andere. Ja. Oder willst du es zurückhalten? Nee, das kann man schon machen. Also wie gesagt, das kann man schon machen. Ja. Ja. Dann blende ich euch das jetzt mal ein und dann könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinschreiben, A oder B. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Gell? Wie ist jetzt das Interieur? Ich habe gestern drinnen gesessen, also ich muss sagen, das ist schon top geworden. Was sagst du dazu? Du hast ja eigentlich gesagt, hier und da. Ja, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, im Innenraum habe ich keine Schwachstelle im Großen und Ganzen, weil der Innenraum ist einfach top geworden. Das Armaturenbrett ist sehr gut, der große Tisch, der drin eingebaut ist oder im Cockpit drin, ist sehr gut. Das Bett ist natürlich mega klasse. Also das ist, und auch selbst die Sitzverstellung und das Fahren halt, das Feeling, dass man das Lenkrad halt so weit runter machen kann. Und die Sitzposition ist genial. Ja, also da muss ich sagen, ich fahre ja den Scania Next Gen, Bett und Sitz. Also Sitz geht schon, muss man sagen, aber das Bett ist Katastrophe. Also, dass man das über die Jahre nicht hinbekommen hat, ist eigentlich sehr schwach. Wie bist du mit der Bestellung, also von der Ausstattung zufrieden? Sehr gut, sehr gut. Also, gibt es noch was dir fehlt? Nö, gibt eigentlich nichts. Komplett eigentlich für mich komplett Ausstattung, was eingebaut ist. Ja, sorry, wir mussten das nochmal von vorne anfangen, weil uns gerade der Strom ausgegangen ist. Er hat uns aber ein netter Herr geholfen mit einer Kabeltrommel. Das liegt jetzt hier ein bisschen, sieht komisch aus, aber wird seinen Zweck erfüllen. Bestellliste. Warst du zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Also ist alles bestellt worden, was man braucht. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also haben sie sich nicht lumpen lassen. Ist alles drin. Zwei Kühlschränke. Ja, schönes Cockpit halt in Farbe. Braun. Ja. Und ja, nee, eigentlich alles soweit gut bestellt. Ja. Jetzt bist du ja gewechselt auf einen neuen Auflieger. Fährst jetzt Rolvo. Wie sind denn da überhaupt so deine Erfahrung damit und vor allen Dingen in Kombination mit dem LKW vom Fahren her?
Ja, sehr gut. Also muss man schon mal deutlich sagen, der Käsebauer, den ich vorher gefahren habe, der hat sich nicht so schön fahren lassen wie der jetzt hier. Der liegt halt durch die Zwillingsbreifung, die Achsen, liegt da halt viel besser auf der Straße. Und so vom Laden her ist es auch sehr schön. Ist ein bisschen anspruchsvoller manchmal. Ja, ein bisschen aber anspruchsvoller, aber nicht schlecht. Das Einzige, was er halt im Rolfo, was mir halt wirklich, weil ich es halt so von Käsebauer gewohnt bin, was mir halt fehlt, ist die Ablage für Keile und Gurte. Das ist halt auf der obersten Ebene, ist halt wirklich sehr. Muss halt immer alles rein und rausrollen, genau. Das hält schon auf. Ja, das stimmt. So, aber ansonsten, ja, macht Spaß mit dem zu arbeiten. Ich habe ja schon mehrere Varianten durchprobiert, so was der Autotransportbranche angeht. Aber es macht Spaß mit dem zu arbeiten. Kann weitergehen. Kann weitergehen und es ist richtig positiv, ist ja ohne Ausschub, weil jetzt ja auf Deutschlandstraßen und auch im Ausland schon mittlerweile viele Bußgelder verrichtet werden durch Ausschub, wenn die Autos nicht mehr draufpassen. Und die BKWs werden halt immer größer, immer länger, immer breiter. Und das ist halt so. Und da ist das halt, was drauf geht, geht drauf, was nicht drauf geht, geht nicht drauf. Nee, passt. Aber wenn es vom Fahren her passt und alles Mögliche, ist ja gut. Ne? Das ist keine Verschlechterung sozusagen. Nee. Was wäre denn deine absolute Lieblingstour, die du mit dem LKW mal fahren wolltest? Boah, der absolute Lieblingstour. Ja, hat ja eigentlich jeder so. Ja, aber das fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht groß was ein, weil man ja hier schon viel fährt, sag ich mal. Man kommt ja hier nach Finnland, Schweden, im Sommer Spanien, Italien, Frankreich. Also ja gut, man könnte mal den Ostblock noch ein bisschen weiter ausbauen. Um Himmels vielleicht. Um Himmels Willen. Nee, aber so, was schön wäre, wäre Irland, Island, sowas wäre halt mal noch schön. Ja, Island, also da war ich auch voll dabei. Ja, also das fehlt mir noch. Also Irland war ich selber schon bei Eurotrans gewesen. Aber das Island, das würde mich noch reizen, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vielleicht wird es ja irgendwann, drückt doch die Daumen. Ja. Mit den richtigen Leuten wär's ideal, so meine Tour. Was ist denn deine schlimmste Erfahrung bis jetzt gewesen? Prinzipiell, also müssen jetzt nicht die Firma, es kann prinzipiell, wenn es in der Firma ist, kann das auch sagen. Boah, schlimmste Erfahrung. Ja. Hast du schon mal so einen richtigen Knockout gehabt, wo du gesagt hast, Alter, hier kommt das war's irgendwie? Nee. Ja? Nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Hatte ich eigentlich noch nicht. Es war gut, wie gesagt, also von der Autotransportbranche sowieso nicht, weil da gefällt mir das Ganze, der internationale Verkehr und wo man hinfährt und sowas, das ist herrlich. Bei den anderen Firmen, wo ich da war, ja, das sind halt viele national gewesen und sowas. Was richtig scheiße war jetzt mal im Kühlerbereich, aber das wisst ihr ja alle selber, fahren. Ja. Und dann haben sie mich in Dänemark da mal angehalten. Das war eigentlich so das größte Übel, was ich da mal hatte, wo sie mich dann angehalten hatten. Und dann war die Strafe halt sehr hoch und der Chef nicht unbedingt kooperativ und zahlungswürdig. Ja. Ja, das war halt alles, bis das dann geklärt war, ziemlich beschissen, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten habe ich noch nicht. Passt das? Ja, passt alles. Super. Ja, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir nicht das letzte Mal von dir gehört haben. Denn gerne wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da im Sommer noch ein bisschen was kommt. Ja. Gerade in Bezug auf dein Fahrzeug hast du noch ein bisschen was vor. Ja. Und wir haben noch einen zweiten Kollegen, der übrigens auch ein DAF hat und da einiges verändern möchte. Und dann werden wir, wenn die LKWs mal fertig sind, die zusammen vorstellen, wenn es passt. Oder halt einzeln, je nachdem. Und ich danke dir erstmal für das Interview. Ich danke dir. Ja, gerne. Immer wieder gern. Jetzt haben wir noch was in eigener Sache, und zwar die Firma Siegelsucht händeringend Mechaniker und für Karosseriebau und für die Werkstatt. Wer da Interesse hat in Umgebung Ingolstadt, wird wie gesagt händeringend gesucht. Tut einfach eine E-Mail schreiben oder anrufen. Ich werde euch E-Mail und Telefonnummer einblenden. Und guckt euch an, ob es was ist. Übrigens auch wöchentlichen Fernverkehr suchen wir mittlerweile. Wöchentlicher Fernverkehr. Also wer da Interesse hat, einfach gerne melden. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte liken, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Das würde mir auf jeden Fall helfen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wen würdet ihr gerne mal sehen und wie findet ihr den DAF? Habt ihr Selbsterfahrung mit dem DAF? Ja, in diesem Sinne erstmal viel Erfolg, gute Reise, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.